Ihr wollt gerne längere Vlogs sehen? Also wie hast du dich quasi losgelöst aus der Social Media Bubble, hat einer gefragt, was mich dahin führt, wo ich am Ende sein will. Weißt du, wie ich meine so? Unter anderem ein Grund, warum ich in diese Musikgeschichte auch rein möchte. Würdest du was anderes machen als Social Media? Anderen Menschen helfen, dabei ihren Traum zu leben. Sie tanzt in mein Video, Shake Body Girl aus Rio. Sie weiß, ich will keine Beziehung, aber sie fehlt meine Vision. Baby Girl, komm rein for me. Du bist viel zu nice zu mir, warum gibt's nicht zwei von dir? Gut, Bro, hoffe dir auch, aber vom Fitnessladen musst du noch einen Vlog dranhängen. Ja, safe, Digga. Brutaler Fail. Vor allen Dingen den Fitnessshop, den ihr da gesehen habt, das war nicht mal der Shop, in dem ich dann einkaufen war. Ich bin dann da reingegangen, die haben kein Magnesium gehabt für die Hände, die haben kein Kreatin gehabt, die haben fast gar nichts da gehabt. Veganes Protein, auch nur noch eine Dose. Dann ist mein Akku leer gegangen und dann musste ich mit dem Taxi wieder zurück in die Stadt fahren, weil ich war ja in diesem Centro Maya, das ungefähr 10 Minuten von der Stadt in Playa del Carmen. Und dann musste ich da wieder zurückfahren, Dicker. Und dann bin ich in den Shop rein, da haben die auch nichts gehabt, da bin ich noch in einen anderen Shop. Wäre ein lustiger Vlog gewesen, aber mein Handy-Akku war leer. Und es liegt nicht daran, weil ich mit dem Handy vlog, sondern einfach, weil ich kein Ladegerät hatte. Mein Adapter ist in der Nacht kaputt gegangen. Also ich konnte mein Handy nicht aufladen und deswegen war der Vlog nur so kurz. Ich schaue, dass ich in Zukunft mein Handy in der Nacht vernünftig auflade. Und wenn ich dann einen Vlog mache, dass der dann auch ein bisschen länger geht, Freunde. Ich habe es gesehen in den Kommentaren. Ihr wollt gerne längere Vlogs sehen. Und ihr wollt auch gerne, dass ich ein bisschen mehr zeige. Einer hat gesagt, ey, wenn du dann Zara gehst und so, dann hau doch mal wenigstens ein Outfit rein, was du anprobierst, etc. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, Bro, ich will halt auch leben, so, ne? Ich will nicht den ganzen Tag dann ficken, indem ich alles filme, sondern immer nur so ein paar Dinge einfach mit filmen und dann halt versuchen, einen coolen Vlog daraus zu machen. Ja, ich nehm's mir aber auf jeden Fall zu Herzen, was ihr so in die Kommentare geschrieben habt, Freunde. Ich küsse euer Herz. Deine Meinung zu Bodo Schäfer prägt, Bruder. Fühl ich. Feier ich? Prägt. Leon, du bist ein Held und Vorbild für alle jungen Menschen. Wir lieben dich und lass dich nicht unterkriegen. Bruder, übertreib. Mit Held ist ein bisschen übertrieben, Bro. Ist unangenehm, Bruder, hör auf. Ich küsse dein Herz. Wie hast du es eigentlich geschafft, aus der Social Media Bubble losgeeist? Also wie hast du dich quasi losgelöst aus der Social Media Bubble, hat einer gefragt. Viele sind ja mega da drin gefangen. Ja, das ist, glaube ich, auch der Grund, warum ich noch nicht so krass erfolgreich bin im Social Media Bereich und warum ich auch nie der beste Influencer war, nie der beste YouTuber und so war. Weil ich mich persönlich nach gewissen Zeiten, wenn ich zu intensiv da drin war, mich selbst rausgezogen habe, was meiner Karriere nie gut getan hat, so. Aber mir persönlich immer sehr gut getan hat, so zu den Zeiten. Ich habe halt immer versucht, auf mich zu hören, weißt du? Und ich habe immer gemerkt, nach einer gewissen Zeit, wenn ich einen gewissen Content eine gewisse Zeit lang gemacht habe, dass ich da nicht mehr richtig mich jedes Mal gefragt habe, ob es wirklich noch das ist, was ich machen möchte, so. Und das ist halt als YouTuber, der halt auch noch Instagram noch macht wahrscheinlich und andere machen auch noch TikTok und noch tausend andere Sachen und das heißt tägliches Perform. Sagen wir mal, du findest eine Sache, die viral geht, du hast ein Format, du hast eine Sache, du hast um dich rum was aufgebaut, was relativ gute Zahlen mit sich bringt. Das habe ich jetzt in meiner Karriere schon 2-3 Mal gehabt. Einmal mit Comments Café, einmal mit Live-Reaktion von der Straße und dann mit den Umfragen vorher auch. Das waren immer Formate, die so safe waren, dass wenn ich die durchgezogen habe, dass die durchgehend so, ne? Also, dass die durchgehend Klicks bringen, durchgehend Money bringen, durchgehend mir eine gewisse Reichweite bringen, Sponsoren bringen, etc. Und wenn du sowas aber lange machst, dann fängst du irgendwann oder hörst irgendwann auf, dich selbst zu reflektieren, ob du gerade überhaupt noch das machst, was du machen möchtest, so. Weil wir Menschen wachsen, wir Menschen wollen nach einer gewissen, also wir Menschen wachsen halt, wir Menschen sind dazu geboren, um zu wachsen. Seitdem wir klein sind, sind wir dazu geboren, neue Dinge zu lernen, neue Dinge zu machen, neue Dinge auszuprobieren. Und meiner Meinung nach ist der Mensch sein ganzes Leben lang so. Das heißt, wir müssen immer dazulernen, wir müssen immer wachsen, wir müssen immer gucken, dass wir uns weiterentwickeln. Aber wenn du in so einer Bubble gefangen bist, die funktioniert für dich, die deinen Unterhalt bezahlt und die deine Reichweite bringt etc., dann vernachlässigst du manchmal diese Reflexion. Weißt du, wie ich meine so? Und ich habe halt immer versucht, mich so krass zu reflektieren, ob ich überhaupt noch gerade das mache, was mich glücklich macht. Ob ich das mache, was mich dahin führt, wo ich am Ende sein will. Weißt du, wie ich meine so?
Und das war dann meistens diese Phasen, wo ich dann von heute auf morgen mit Dingen aufgehört habe und auf einmal was Neues angefangen habe. So. Und das ist auch der Grund, warum ich nicht so krass gefangen bin in der Social Media Bubble, aber ich bin gefangen in der Social Media Bubble auch. Weil ich mir jeden Tag darüber Gedanken mache und das mein Leben ist, das ist mein Beruf, Digga. So. Und ich, unter anderem ein Grund, warum ich in diese Musikgeschichte auch rein möchte, ist, weil mir die Arbeitsweise von Musik, also dieses künstlerische Arbeiten, ich habe mich schon immer als Künstler gesehen, auch im, als YouTuber war ich Künstler meiner Meinung nach, weil ich habe Sachen erfunden, ich habe mir immer Gedanken gemacht und so. Und diese Art und Weise, wie man an die Kunst rangeht bei Musik, ist einfach different. So. Man lässt sich mehr Zeit, man ist nicht die ganze Zeit in der Öffentlichkeit, vor allen Dingen nicht, wenn man schreibt den Song, man nimmt den Song auf, man geht darüber, man lässt sich Zeit. Man hat nicht so diesen Druck, weißt du, wie ich meine? So, bei YouTube ist es so, du machst ein Video und es kommt dann spätestens einen Tag oder spätestens eine Woche später kommt es raus. Und nächste Woche kommt dann wieder ein Video und wieder ein Video und wieder ein Video. Man macht sich nicht so viel Gedanken um das Produkt. Und bei Musik macht man sich mehr Gedanken um das Produkt. Es fühlt sich gechillter an und man nimmt sich mehr Zeit, um das Produkt perfekt und rund zu machen und packt es dann in die Öffentlichkeit raus und macht dann das, was man als YouTuber quasi jeden Tag gemacht hat, so. Ist schon ein Riesenunterschied so. Und wenn ihr überlegt, guck mal, Azad zum Beispiel macht seit 25 Jahren Musik. Wie viele YouTuber gibt es, die wirklich 25 Jahre am Start sind, Bro? Ich habe mir letztens darüber Gedanken gemacht, es gibt nicht viele. Wer hat denn damals so den Shit angefangen? Hamburger Hänger und so, Alberto, Flying Uwe, Simon Desu. Okay, Flying Uwe und Simon Desu, die gibt's noch, die sind noch da. Aber wie viele YouTuber gibt es nicht mehr nach 5 Jahren, 10 Jahren? Ich glaube, es ist schwer, YouTuber-Lifestyle über 20, 30 Jahre durchzuziehen. Es ist echt schwer, Digga, weil YouTuber verlieren sich nach einer gewissen Zeit fast immer so, was ich beobachte. Yeah. Da fragt einer, bereust du diese Sachen, Booty-Test und solche Sachen, oder ist das andere Grund, warum sowas nicht mehr kommt? Nee, ich bereue das auf keinen Fall, Bro. Und ich ziehe mir das selber sogar ab und zu noch rein und lass mich selber davon entertainen. Aber ich fühle mich dabei nicht mehr so geil. Weißt du, wie ich meine? Ich fühle mich dabei nicht mehr so wohl. Wenn ich rausgehe, ich meine, wer weiß, was passiert, wenn die FIBO wieder da ist, Bro. Wir haben natürlich auch keine FIBO gehabt, ne? Vielleicht motiviert mich das dann wieder in so eine Richtung Content zu machen. Aber ich kann mir jetzt gerade nicht mehr vorstellen, rauszugehen und Frauen zu fragen, ob ich deren Arsch testen kann, so, weißt du? Das liegt wahrscheinlich vielleicht auch am Alter. Ich bin immer noch fried, ich bin immer noch durch im Kopf, so. Ich bin immer noch wie ein Kind. Aber, weiß ich nicht, auch gerade was das Thema Frauen angeht, ich connecte mit Frauen mittlerweile ganz anders, Bro. Ich habe auch für mich realisiert, dass ich Beziehungen mit Frauen jetzt unabhängig von, also keine sexuellen Beziehungen oder Liebesbeziehungen, sondern einfach menschliche Beziehungen mit Frauen besser funktionieren als mit Männern bei mir fast. Aber du testest noch Booties privat, oder? Ja. Ja. Also da musst du dir echt keine Sorgen machen, Bro. Das mache ich noch. Würdest du was anderes machen als Social Media? Ich würde gerne anderen Menschen helfen, dabei ihren Traum zu leben. Das ist mein... Ich liebe das, Digga. Ich mache das auch schon. Das kriegen viele nicht mit, aber ich nutze jede Möglichkeit, um andere Menschen zu motivieren. Oder anderen Leuten irgendwie was mitzugeben oder irgendwie zu sagen, wie krass die sind, damit die geiler und besser weitermachen. So. Das liebe ich, Digga. Und das gibt's so wenig. Das gibt's so wenig in der Szene. Ich habe das selber so wenig bekommen und ich liebe das, Digga. Wenn ich nur einem Menschen sagen kann, Bruder, du bist krass, du bist zu mehr bestimmt, als was du gerade machst. Zieh durch, Bruder, du bist ein geiler Typ. Du hast ein gutes Herz, du bist ein guter Mensch. Sowas Leuten mitzugeben, macht mich dann, also das befriedigt mich lange. Diese Situation werde ich auch nie vergessen, wenn Leute zu mir gesagt haben, ey, du hast dazu beigetragen, dass ich das und das geschafft habe, so. Nice. Nice.